Warte noch kurz auf den Stift. Dann fangen wir an. Hängt's bei dir? Ja, das liegt an der Bandbreite hier, ist zu schwach. Was wir noch versuchen können. Ja, ich weiß, da lag das Modem ein bisschen woanders. Okay, fangen wir an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalus salati wa atamut taslim. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wir hatten im letzten Unterricht, ich weiß nicht, ob es gegen Ende oder gegen Anfang war, hatten wir mit einer Frage, mit einer Quizfrage begonnen. War das am Anfang oder am Ende? Am Ende? Einige von euch haben die Situation, glaube ich, noch nicht so ganz begriffen gehabt. Und deswegen wollte ich heute das noch auflösen, bevor wir weitermachen. Wer erinnert sich noch an die Frage? Was war die Frage? Diese Quizfrage. Du hast es jetzt schon mehrfach gehört. Also, die Frage war, das ist also nochmal die Frage vom letzten Mal. Die Frage war, nehmen wir an, gehen wir von dir aus, du, okay? Du hast eine Halbschwester und einen Halbbruder. Die haben also sagen wir es so, du hast eine Halbschwester mütterlicherseits, Halbbruder väterlicherseits. Warte, dürfen diese zwei untereinander heiraten? Das war unsere Frage. Unsere Antwort war ja oder nein? Ja. Ja, sie dürfen. Und die Begründung warum, weil ich glaube, manche denken immer noch, dass das Geschwister sind, ja, diese zwei. Aber wenn wir das hier darstellen in der Tafel, dann wir machen das jetzt mal komplett nicht wie letztes Mal. Nehmen wir mal an, wir nehmen einfach irgendwelche Namen wieder. Wir haben hier Zaid, okay? Zaid ist unsere Zielperson, also um die geht es eigentlich. Zaid hat jetzt eine Schwester, väterlicherseits, womit sagen wir M für Schwester mütterlicherseits, die heißt beispielsweise Hind. Hind. Und er hat einen Bruder, väterlicherseits, sagen wir mal, der heißt Ahmed. So. Am leichtesten ist es, wenn wir mit den Eltern von Zaid beginnen. Zaid muss ja einen Vater und eine Mutter haben. Also sagen wir mal, sein Vater heißt, was haben wir hier? Nehmen wir Amr. Und seine Mutter heißt, sagen wir mal, Fatima.
halb verwandt, also das heißt, sie teilen sich die Mutter. Das bedeutet, ihr Fatima. Hind ist die Tochter von Fatima. Aber der Vater ist ein anderer. Warte, dann nehmen wir mal irgendeine Person, sagen wir, wie wollen wir ihn nennen? Nennen wir ihn Ali. Okay. So, da haben wir jetzt hier die Eltern, nehmen wir dafür eine andere Farbe. Das sind jetzt die Eltern von Hind, Fatima und Ali. So, jetzt brauchen wir noch die Eltern von Ahmed. Ahmed ist Zaids Bruder väterlicherseits. Das heißt was? Sie teilen sich diesen Vater? Amr. Dann brauchen wir noch eine andere Frau. Nennen wir sie einfach mal Zainab. Okay. Wie ihr jetzt sehen könnt, diese Personen, Hind und Ahmed, teilen sich keines der Elternpaare. Hind hat ganz verschiedene Eltern, Ahmed hat ganz verschiedene Eltern. Das bedeutet, die beiden sind miteinander keineswegs verwandt. Die haben gar keine Verwandtschaft. Dementsprechend dürfen sie miteinander heiraten. Das ist die Auflösung vom letzten Quiz, oder wie man es auch nennen mag. So, dann gehen wir weiter. Ist verstanden? Okay. Beginnen wir mit dem vierten Hadith in diesem Kapitel. Der vierte Hadith ist ein etwas längerer Hadith. Deswegen werden wir werden ihn lesen und nicht zu lange mit ihm beschäftigen. Um was geht es in dem Hadith? Das Kapitel ist das Babu Ada'il Amana. Das Aushändigen der Amana. Der letzte Hadith war eine Art Drohung, das heißt, dort wird denjenigen gedroht, die nachlässig sind mit den Amanat. Erinnert euch an den Hadith mit der Brücke, richtig? Der Hadith mit der Brücke, dass die Menschen über die Brücke passieren werden, an der Seite der Brücke wird es Haken geben. Und Allah Ta'ala wird die Amana und die Verwandtschaft an die Seite der Brücke stellen. Erinnert ihr euch? Und wird jene zu ergreifen befehlen, die sie ergreifen sollen. Dieser Hadith im Abschluss kommt als ein Beispiel. Als ein Beispiel der Vertrauenswürdigkeit, der Verlässlichkeit, der Amana, der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Selbst in sehr riskanten, schwierigen Situationen, in Situationen, wo sie wissen, es wird niemand mehr kommen, um seine Sachen von mir zu holen, weil ich nicht mehr da sein werde. Darum geht es, das ist ein längerer Hadith, wir lesen ihn mal erstmal und dann lesen wir das Schritt für Schritt, ein Teil des Arabischen, ein Teil des Deutschen. Er sagt hier, an Abi Khubayb. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا. Das ist der erste Teil des Hadith. Hier sagt Abdullah ibn Zubayr. Wir kommen zu Abdullah ibn Zubayr, weil das ist eine sehr wichtige und berühmte Persönlichkeit unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam.
und vielfach verwandt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als mein Vater Az-Zubayr in die Kamelschlacht zog, Mauqi'atul Jamal, sandte er nach mir und ich ging zu ihm. Er sagte zu mir: O mein Sohn, heute wird niemand getötet, außer einem Unterdrücker oder einem Unterdrückten, außer jemandem, der Unrecht tut oder jemand, dem Unrecht getan wird. Jeder, der heute getötet wird in dieser Schlacht, in der Mauqi'atul Jamal, das war eine Schlacht unter den Muslimen. Das war keine Schlacht unter den Muslimen und den Römern oder den Persern. Das war eine Schlacht unter den Muslimen, unter den Sahaba, die im Jahr, ich glaube, 32 nach der Hijra stattgefunden hatte. Er sagt, meine Schulden, er sagte, ich bin sicher, dass ich heute als Unterdrückter getötet werde, sagt Zubair. Ich bin mir sicher, dass ich heute als Unterdrückter getötet werde. Meine Schulden sind allerdings meine größte Sorge. Das ist ein Beispiel, ja, eine beispielhafte Verlässlichkeit und die Amana, das Sahaba. Dieser Mann weiß, ich bin heute komme ich hier nicht lebend raus. Ja? Und er hat einen Haufen Schulden. Er hat einen Haufen Schulden und das ist seine größte Sorge, denn er weiß, dass er, wenn er seine Schulden hier nicht tilgt, auch am Tage der Auferstehung schuldig sein wird. Er löst sich nicht von seinen Schulden mit seinem Tod. Sondern sagt er hier, قال ثم قال بع ما لنا واقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام وكان ولد عبد الله وقد كان ولد عبد الله وقد رأى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. sagt weiter: Glaubst du, also jetzt spricht der Vater zum Sohn wieder, Zubayr spricht zu seinem Sohn Abdullah ibn Zubayr, glaubst du, es wird von meinem Besitz nach Zahlung der Schulden noch etwas übrig bleiben? Und dann sagte er: O mein Sohn, verkaufe unseren Besitz und bezahle meine Schulden. Sollte nach der Tilgung meiner Schulden noch etwas übrig bleiben, so vermache ich ein Drittel eines Drittels, das heißt ein Neuntel, davon deinen Kindern. Den Kindern von Abdullah ibn Zubayr. Hisham bemerkt dazu, Hisham ist der Überlieferer, er sagt, dass einige Söhne Abdullahs im gleichen Alter wie Khubayb und Abbad waren, den Söhnen von Zubayr. Das heißt, die Söhne Abdullahs waren teilweise so alt wie ihre Onkel. Und dass er zu dieser Zeit 9 Söhne und 9 Töchter hatte. Yani, wer? Zubayr oder Abdullah? Abdullah. Abdullah hatte 9 Söhne und 9 Töchter. Und wie viele Frauen hatte er? 9 Söhne, 9 Töchter. Eine Frau ein bisschen zu wenig, oder? Als er verstorben ist, hat er 4 Frauen gehabt. Er hatte 4 Frauen gehabt, als er verstorben ist. Insgesamt war er 6-mal verheiratet. 2 davon hatte er geschieden und mit 4 ist er sozusagen von der Welt gegangen. Dann sagt Abdullah weiter, Abdullah fuhr fort und sagte, er unterrichtete mich weiter über seine Nachlassverwaltung. Und dann sagte er, O mein Sohn, wenn du auf Schwierigkeiten in der Verwaltung meiner Schulden triffst, so nimm Zuflucht zu meinem Maula. Zu meinem Maula, was heißt Maula? Herr? Meint er hier Allah oder wen meint er? Er sagt zu seinem Sohn, wenn du Schwierigkeiten hast, meine Schulden zu tilgen, dann nimm dir Hilfe bei meinem Maula. Geh und such Hilfe bei meinem Maula. Das Wort Maula wird im Arabischen für ganz viele Dinge verwendet. Al-Mu'tiq.
Jemand, der einen Sklaven befreit hat, den nennt man Maula. Auch den befreiten Sklaven nennt man Maula. Al-Atiq. Yusamma Maula. Ibn al-Am, der Cousin, wird Maula genannt. Al-Halif. Der jemand, mit dem man eine Allianz hat, also Allianzverhältnisse hat, oder wie nennt man das? Ein Alliierter, ein Verbündeter, nennt man Maula. Okay? Deswegen, Abdullah ibn Zubayr, er war erstmal verwirrt, er wusste nicht, was er meint mit Maula, wer ist das, zu wem soll ich gehen und sagen, gib mir ein bisschen Geld, damit ich meine, die Schulden meines Vaters tilge. Aber er erklärt das dann weiter, er sagt, قال فوالله ما دريت ما أراد ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. طيب jetzt erklärt er was passiert ist. Erstmal erklärt er, was ist dieser Maula, wer ist denn dein Partner oder nicht Partner, von dein Helfer. Er sagt, er dann geh zu meinem Helfer und bitte ihn um Hilfe. Er sagt, bei Allah, ich verstand nicht, was er meinte, bis ich fragte, o Vater, wer ist denn dein Maula, wer ist denn dein Herr oder Helfer? Er sagte, Allah. Und bei Allah, immer wenn ich bei der Verwaltung seiner Schulden auf Schwierigkeiten stieß, sprach ich, o Herr von Zubayr, hebe seine Schuld auf und er erlöschte sie, oder er löschte sie aus. So, jetzt passiert, was Zubayr ibn al-Awwam kommen sehen hatte, nämlich dass er sterben wird. Er wird umgebracht werden. Deswegen, Abdullah erzählt weiter, als Zubayr erlitt den Märtyrertod. Er wurde getötet. Er hinterließ kein Bargeld, hat keinen Dirham und keinen Dinar und keinen Euro hinterlassen. Das Einzige, was er hinterlassen hat, war Ländereien, Grundstück und Häuser, Gehöfe. Er erzählt jetzt hier auf, was er hinterlassen hat. So, er hat ein Grundstück, ein sehr berühmtes und großes Grundstück hinterlassen in Medina, in den sogenannten Awal al-Medina. Das nannte man Al-Raba, das hieß so, war kein Wald, dieses Grundstück hieß Al-Raba. Okay? Das wurde später für Millionen verkauft, aber dazu kommen wir noch. So, er hat das Grundstück in Medina gehabt, Al-Raba. Und er hinterließ ebenfalls 11 Häuser in Medina, 11 Häuser, 2 Häuser in Basra, eines in Kufa und eines in Ägypten. Was macht Abdullah ibn Zubayr und Zubayr, was machen die in Ägypten? Naam, die Abdullah ibn Zubayr und sein Vater waren beide in der Eröffnung und Eroberung Ägyptens dabei. Abdullah ibn Zubayr war, glaube ich, 14 Jahre alt und hat an Seite seines Vaters da mitgemacht. Er sagt dann, 2 Häuser in Basra und eins in Kufa und eins in Ägypten. Er erzählt weiter. Jetzt erfahren wir, warum hat sein Vater so viele Schulden gehabt. Ja, sein Vater hat Schulden in Höhe von Millionen gehabt. Wie kam es? Er hat so viele Grundstücke, er hat so viele Häuser. Das war übrigens, woher hat er all das gehabt? Das war alles durch die Ranaim, alles durch, wie nennt man das auf Deutsch? Kriegsbeute. Also er hatte keinen Posten gehabt, er war kein Wazir oder kein Qadi oder sonst was, er war kein Jabi, er hat keinen Staatsposten gehabt, ja, in der Zeit von Umar ibn Khattab und auch nicht in der Zeit von Abu Bakr. Das sind alles die Verdienste aus den Rasawat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar.
Er sagt hier jetzt, gehen wir zum arabischen Text zurück. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول زبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة. So, hier erklärt er den Ursprung der Schulden. Er sagt, Abdullah erzählt weiter, der Grund für die Schulden war, dass Zubair, immer wenn jemand zu ihm kam und ihn bat, etwas für ihn aufzubewahren, also als eine Form von Amal, Wadi'a, ja, er möchte etwas bei dir als Amana hinterlassen, er sagt hier, nimm das, lehnte das ab. Er lehnte das ab und sagte, nein, ich nehme es nicht als Treuhandgut an, sondern als ein Kredit, als ein Qard, als ein Kredit. Warum hat er das gemacht? Habe ich euch letztes Mal erklärt, in der Frage Schadensersatz. Erinnert euch, Frage nach dem Schadensersatz? Wenn jemand eine Amana in die Hand nimmt, der, ich weiß nicht, ob man den Treuhänder nennt oder wie, diese Person, die eine Amana zu sich nimmt, haftet er für den Schaden, wenn die Amana beispielsweise zerstört wird, wenn sie verloren geht, wenn sie irgendwie unterkommt. Haftet er oder haftet er nicht? Nein. Also wenn es nach eigenem Verschulden ist, dann schon, wenn er nichts tun konnte, dann nicht. Nein. Also der haftet nicht, außer in zwei Situationen. At-Tafriyt oder At-Ta'addi. At-Tafriyt bedeutet, dass er der Amana nicht die nötige, sie nicht auf die Art und Weise schützt, wie es nötig ist. Ja? Er tut zu wenig. Nehmen wir mal an, es ist ein Tier, es kann ja auch ein Tier sein, er lässt dir seine Tiere über. Ne? Er geht irgendwo auf die Reise und sagt, hier, ich habe 10 Schafe, pass bitte auf sie auf. Und er lässt sie einfach und kümmert sich nicht um sie und sie verhungern und sterben. Er haftet. At-Ta'addi bedeutet, die Grenzen zu überschreiten, yani zu tun, was er nicht machen darf. Er nimmt das Geld und gibt es jemand anderen als Amana. Wahrlich? Er nimmt die Amana und dann sagt er zu einem anderen, hier nimm du das bitte von mir aus als Amana. Und der andere macht was damit mit dem Geld und das Geld ist weg. Der haftet, weil der darf das nicht machen. Wenn das dir als Amana gegeben worden ist, dann darfst du nicht ohne Erlaubnis, ohne Zustimmung des Besitzers, darfst du das nicht weitergeben als Amana. Ja. Also das ist das dann je nach Vereinbarung, was sie vereinbart haben? Ja, Ta'addi ist, also es ist einmal vom Brauch abhängig. Ja. Beispielsweise, er lässt einen Esel, er lässt dir seinen Esel da. Und nehmen wir mal an, in dem Brauch ist es so, dass die Leute akzeptieren, dass man ein bisschen mit dem Esel herumspaziert und herumgeht. Das ist also in Ordnung. Aber er benutzt das Tier für extrem schwere Lastarbeiten. Und das Tier stirbt. Haftet er in diesem Fall? Er haftet. Weil er hat hier die Grenze überschritten. Er hat Dinge mit der Amana gemacht, die er hätte nicht tun dürfen. Und wenn er das davor ausgemacht hätte, dass er das noch gut macht? Wenn es ihm gestattet wird, dann ist es okay, das ist in Ordnung. Tayyib. Das ist der erste Grund, warum Abdullah Zubayr das nicht so wollte. Weil er Angst hatte, dass die Gelder verloren gehen und die Leute dann nichts mehr davon haben, weil er muss nicht haften. Das wollte er. Zweitens, wenn er das als Kredit nimmt, kann er damit arbeiten. Richtig? Wenn er das als Kredit nimmt, kann er das Geld verwenden. Er kann das investieren, er kann damit Sachen kaufen, was auch immer. Es ist ja ein Kredit, es ist eine Schuld. Wenn es eine Amana wäre, der dürfte das nicht berühren. Der dürfte damit nichts anfangen. Tayyib. So sind die Schulden entstanden. Okay, dann gehen wir weiter. Er sagt, die Schulden genommen hat? Nee, das ist der Vater gewesen. Sie sagten, Abdullah bin Zubayr, das war ja der Sohn.
Ah, nee, dann habe ich mich versprochen. Das war Zubayd, der die Schulden genommen hat. Okay. Er sagt: وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطْ وَلَا جِبَايَةً وَلَا خَرَاجًا وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. So, das haben wir schon übersetzt. Er sagt, er hatte keine Einnahmen gehabt. Es sei denn, das, was er durch die Ghazawat, durch die Kriege mit den Propheten Abu Bakr oder Umar eingenommen hat. Jetzt kommt Abdullah und berichtet uns von der Höhe der Schulden, die Zubair hinterlassen hatte auf seinen Rücken. فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْف وَمِئَتَيْ أَلْف. أَلْفَيْ أَلْف وَمِئَتَيْ أَلْف. Nein, 2.200.000. 2.200.000 Dinar. Das heißt, das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Weil, wie viel ist ein Dinar ungefähr heute umgerechnet? Der Dinar war aus Gold. Wie viel ungefähr heute umgerechnet? Wie viel Gramm war das? Ja, das ist die Frage. Wie viel Gramm? Hä? 50 Gramm? 50 Euro. Nee, die Frage ist, ein Dinar, wie viel Gramm Gold macht er heute? 4 Gramm? Keine Ahnung. 1,5? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube 4,25 Gramm. 4,25 Gramm, ein Dinar. Ja, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also wir gucken mal. Und er meint Dinar oder Dirham? Dinar. Dinar. Ein Dinar. Ja. Er sagt hier. Was 6,1? Nein, das sind nicht ein 6,1. 4,25 Gramm. Ja. 4,25 Gramm, ein Dinar. Okay. Also er hat dann 2.200.000 Dinar Schulden gehabt, die er, die sein Sohn dann für ihn zu begleichen hat. Er sagt dann, فَلَقِيَ حَكِيم ibn Hizam Abdullah ibn Zubayr فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فكتمته وقلت 100,000 فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه فقال عبد الله أرأيتك إن كانت 1,000 و100,000 قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. So jetzt sagt er trifft einen Verwandten Wo ist das hier? Hakim ibn Hizam traf mich. Hakim ibn Hizam traf mich und fragte, oh mein Neffe, wie viele Schulden hat mein Bruder hinterlassen? Hakim ibn Hizam sagt, er spricht ihn mit seinem Neffe an. Was ist der Neffe? Hm? Der Sohn vom Bruder, ne? Wie viele Schulden hat mein Bruder hinterlassen? Es ist aber nicht wirklich sein Neffe gewesen. Er hat ihn so Ibn Achi genannt wegen des Altersunterschiedes. Den wahren Schuldenstand verschweigend sagte ich 100.000. Hakim sagte bei Allah, ich glaube nicht, dass der Nachlass das alles abdecken wird. Ich sagte, und was würdest du denken, wenn der Betrag 2.200.000 umfassen würde? Er sagte, ich würde kaum glauben, dass das machbar wäre. Solltest du nicht in der Lage sein, alles zu bezahlen, dann rufe mich zu Hilfe. So, jetzt erklärt er uns, wie dann Abdullah ibn Zubayr vorgegangen ist bei der Tilgung dieser Schulden. Zubayr hatte das Land Al-Raba, was wir erwähnt haben vorhin in Medina, er hat das für 170.000 Dinar gekauft. Zubayr. Abdullah hat es für 1.600.000
verkauft. Und danach verkündet er, dass wer immer eine Forderung gegenüber Al-Zubayr hat, nach Al-Raba kommen soll und seine Schuld von ihm nehmen soll. Abdullah ibn Ja'far kam zu ihm und sagte, dass Al-Zubayr ihm 400.000 schuldete. Und dann sagte er zu Abdullah, wenn du wünschst, dann erlasse ich sie dir. Ja'ni al-Isqat. Erlassen, ohne Gegenleistung. Abdullah sagte nein. Dann sagte Ibn Ja'far, wenn du willst, dann zahle mich zuletzt aus. Ja'ni, später verzögern, wenn du möchtest, wenn du mehr Aufschub möchtest, können wir das auch organisieren. Das lehnte er auch wieder ab. Und dann sagte er, dann gib mir ein Stück Land dafür. Gib mir ein Stück Land dafür. Und Abdullah gab ihm ein entsprechendes Stück Land von diesem Al-Raba. Für wie viel hat er es verkauft, Al-Raba? 1,6 Millionen, ja. Er hatte das eingeteilt in 16 Teile, jedes Stück Land für 100.000. Also hat Abdullah ibn Ja'far entsprechend 4 Teile des Landes gegeben. Er sagt dann hier weiter, auf diese Weise bezahlte Abdullah die Schulden seines Vaters, indem er seine Ländereien verkaufte, die Ländereien und die Häuser. Nach Zahlung der Schuld seines Vaters blieb noch ein Stück Land mit 4,5 Gehöften, also 4,5 Teile von den 16 blieb noch übrig, nachdem er alle Schulden bezahlt hatte. Nun besuchte Abdullah Muawiyah, der gerade Amr ibn Usman, Al-Munzir ibn Al-Zubayr und ibn Sam'a bei sich hatte. Muawiyah fragte Abdullah, welchen Preis er für das Land in Raba angesetzt habe. Er antwortete 100.000 für einen Hof oder ein Stück Land von den 16 Teilen. Und dann fragte Muawiyah ihn, wie viel Land denn noch übrig sei. Und da sagte Abdullah, 4,5 Gehöfte. 4,5 Gehöfte. Munzir ibn Zubayr nahm dann ein Land für 100.000. Amr ibn Usman nahm auch einen für 100.000. Ibn Sam'a nahm einen für 100.000. Dann fragte Muawiyah, wie viel ist noch übrig? Er sagte 1,5 und diese nahm dann Muawiyah für 150.000. Später verkaufte Abdullah ibn Ja'far, diese 4 Teile Land, die er genommen hatte, seinen Teil an Muawiyah für 600.000. Also er hat 200.000 Gewinn gemacht. Als Abdullah ibn Zubayr die Bezahlung der Schulden abgeschlossen hatte, sprachen die Erben von Zubayr zu ihm, die Waratha, sie sagten, teile das Erbe unter uns auf. Gut, weil wenn jemand verstirbt, wird das Erste, was getan wird, ist, es werden die Schulden beglichen. Es werden die Schulden beglichen. Das Nächste, was dann getan, oder Afwan, davor noch, werden die Kosten der Bestattung aus der Hinterlassenschaft des Verstorbenen genommen. Mesh? Takalif al-Dafn wal-Jinaza wa hakala. Awwal shay yu'khadh min tarikatihi. Wenn danach noch was übrig bleibt, dann tilgen wir die Schulden. Wenn dann noch was übrig bleibt, dann kommen die Waratha. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann kommt was? Kommt die Wasiyya. Nein. Es sei denn, in manchen Situationen wird das aufgeteilt. Aber sagen wir mal so, normalerweise, wenn die Schulden getilgt sind, dann haben die Erben sofort Anrecht auf ihre Anteile. Ja? Da kann man nicht sagen, warte noch 4 Jahre, weil er hat dir gesagt, Abdullah ibn Zubayr sagte, bei Allah, ich werde das Erbe nicht aufteilen, bis ich 4 aufeinanderfolgende Pilgerfahrten, bis ich auf 4 aufeinanderfolgenden Pilgerfahrten diejenigen aufgerufen habe, die gegen Zubayr Ansprüche erheben. Also er möchte noch 4 Jahre warten, jedes Jahr kommen die Hujjaj, ja, aus den großen Städten des Islams, und er möchte gucken, vielleicht ist da noch jemand, der irgendwelche Ansprüche hat gegen Zubayr.
Aber ist das erlaubt, also jetzt mal unabhängig von dieser Situation, dass man die Aufteilung des Erbes so weit aufschiebt, wegen ja, einer suspekten oder vermutlichen, möglicherweise noch bestehenden Schulden? Wenn die Schulden, die tatsächlich bestehen, gedeckt sind, dann gibt es keinen Aufschub mehr. Dann darf, wenn einer der Erben dann seinen Anteil haben möchte, der muss ihn ausgezahlt bekommen. Das heißt, so etwas geht nur, wenn alle Erben miteinander einverstanden sind. Tamam? Ja. Aber die kannten doch den genauen Betrag, was noch zu schulden war. Und wenn die das noch nicht komplett zurückgegeben haben, dann hatten die schon Gewissheit, dass irgendjemand noch nicht seine Schulden zurückgezahlt bekommen hat. Wie kann man dann das Erbe vorziehen, vor dem Zurückzahlen der Schulden? Aber die haben doch schon alle mit gewussten Schulden, alle von denen sie wissen, haben sie zurückgezahlt. Ja. Es ging jetzt nur darum, ob vielleicht noch irgendjemand da ist, vielleicht hat noch jemand Ansprüche. Aber wie gesagt, diese Aufschiebung von 4 Jahren, dem müssen die Erben nicht zustimmen. Wenn sie das freiwillig zustimmen, ist okay. Wenn er sagt, nein, ich möchte meinen Anteil sofort haben, dann muss er ihn sofort bekommen. Was ist aber dann, wenn nach einem Jahr doch ein Gläubiger kommt und sagt, hier, Abdullah hat mir noch Geld geschuldet. Und wir haben jetzt ein paar Erben schon ihr Geld gegeben. Dann wird es entsprechend, es wird aufgeteilt auf alle Erben und der entsprechende Teil von denen wird zurückgenommen. Warte. Okay, er sagt dann, und so machte er diese Ankündigung während der folgenden 4 Jahre und dann verteilte er das verbleibende Erbe unter den Erben von Zubayr nach dessen Anweisung. Wie kann man Erbe nach den Anweisungen von jemandem verteilen? Das Erbe ist festgelegt von Allah Azza wa Jalla. Das Erbe ist festgelegt. Jeder hat seinen Teil. Da kann man nichts ändern. Darf man nichts ändern. Das Einzige, was die Person machen kann, ist die Wasiyya. Er kann. Wie nennt man die Wasiyya auf Deutsch? Man kann testamentarisch etwas vermachen. Aber kann er das dann so weit machen, wie er möchte? Kann er sagen, ich vermache die Hälfte meiner Hinterlassenschaft testamentarisch für meine Enkelkinder? Naam. 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 Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Drittel. Er hat in dem Hadith von Sa'd ibn Abi Waqqas, als er am Sterben war und er sagte, ich bin ein wohlhabender Mann und ich habe nur eine Tochter, soll ich denn mein ganzes Hab und Gut spenden? Er sagte nein, er sagte die Hälfte, er sagte nein, er sagte ein Drittel. Er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-thulusu wa-thulusu kathir. Das heißt, selbst ein Drittel ist noch viel. Aber ihm steht es zu, mit einem Drittel seines Vermögens kann er machen, was er möchte, testamentarisch, bil-wasiyya, aber vorausgesetzt, es geht nicht an die Erben. Warte. Versteht ihr das oder nicht? Die Erben, al-warith, lahu sahm, min al-waratha, min al-tarika. Lahu sahmuhu al-mafrud. Das heißt, der Erbe hat seinen festen Anteil. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la wasiyyata liwarith. La wasiyyata liwarith. Für den Erben, also wer einen festen Anteil hat, wie zum Beispiel Vater, Mutter, Tochter, wen haben wir da noch? Opa in diversen Situationen, Frauen, die Kinder, das sind alles Erben mit festen Anteilen, für die gibt es keine Wasiyya, den darf man testamentarisch nichts vermachen. Deswegen hier Abdullah ibn Zubayr, Zubayr sagte, ein Neuntel der Hinterlassenschaft soll
wenn was übrig bleibt, soll an deine Kinder gehen. Die Kinder von Abdullah sind was von Zubair? Enkel. Also er hat testamentarisch den Enkeln etwas vermacht. Warum? Weil Enkel erben nicht. Enkel erben nicht, wenn die Söhne da sind. Ja? Das heißt beispielsweise, du hast einen Sohn und also wir haben beispielsweise den Vater, Sohn und Enkel. Vater stirbt. Übrig geblieben sind Sohn und Enkel. Solange der Sohn da ist, kriegt der Enkel nichts. Das nennt man Hajj. Allah hat ja bestimmt, was derjenige von Familienteilen bekommt. Mehr darf er nicht bekommen, was nur bestimmt ist, oder wie? Zum Beispiel von 1 Million wurde bestimmt 200.000 für den Sohn. Prozentzahl. Ja, das ist ein Beispiel. 200.000. Darf er nicht mehr bekommen als 200.000 dann von das? Nein. Was übrig, also nur das noch, was ihm zustimmt. Also es geht darum, der Erblasser, also der stirbt, der darf nicht sagen, mein Sohn, dir gebe ich die Hälfte und meine Tochter, dir gebe ich ein Zehntel und so. Der hat keine Entscheidungsfreiheit. Es ist also so, jeder bekommt, sobald der Erblasser tot ist, automatisch, ohne dass irgendwas gemacht wird, ist die Einteilung schon stattgefunden. Jetzt die Erben untereinander, wenn sie sagen, hier komm, unser Bruder braucht noch ein bisschen Geld, wir geben ihm so und so, das können sie machen untereinander, wenn sie zufrieden sind. Nicht? Aber es geht darum, der Erblasser, Al-Muwarrith, der hat keine Entscheidung, der darf dann nicht, der hat ein Drittel, den kann er aufteilen, wie er möchte, solange es nicht an die Erben geht. Ja, aber zum Beispiel, wenn der hat ja nur eine Tochter gehabt, zum Beispiel, der hat hinterlassen 500.000. Darf diese Tochter nicht 500.000 bekommen? Geht es nicht? Wenn er nur eine Tochter hat, dann geht alles an sie. Ja, das habe ich schon. Also ist es okay. Ja. Also könnte der alles seine Tochter geben eigentlich. Ja, das habe ich schon mal. Das sind aber andere Situationen, wenn jemand nur einen Sohn hinterlässt. Nicht? Ja. Er hat gar keine Verwandten. Und er lässt einen Sohn hinter. Das ist eine andere Sache. Ja. Aber es geht darum, wenn es mehrere Erben gibt, dann gibt es diverse Einteilungen. Okay, danach sagt er weiter, Al-Zubayr hinterließ 4 Frauen, jede von ihnen erhielt 1.200.000. So belief sich Al-Zubayrs vollständiges Erbe, jetzt sind wir bei Al-Zubayr, auf 50.200.000. Bei dieser Rechnung sagen die Gelehrten, da ist irgendwas nicht ganz richtig, da ist irgendein Fehler unterlaufen, aber auf die Details davon gehen wir jetzt nicht ein. Kommen wir kurz zurück zu Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, wie der Autor ihn hier auch genannt hat, Abu Khubayb. Abu Khubayb ist sein Kunya, weil sein ältester Sohn so hieß. Wisst ihr übrigens, wie man die Kunya auf Deutsch nennt? Kosename. Kosename ist eigentlich nicht unbedingt die Kunya. Kosename ist sowas wie Spitzname oder so. Das ist ein Wort, ich glaube, es hat noch nie jemand von euch gehört. Ich selbst habe es auch erst vor ein paar Tagen herausgefunden. Das heißt Technonym. Technonym. Die Kunya ist ein Technonym. Wer ist die Mutter von Abdullah ibn Zubayr? Die Mutter von Abdullah ibn Zubayr ist Asma bint Abi Bakr. Asma, die Tochter von Abu Bakr radiallahu anhu. So, das heißt, der Abu Bakr ist der Opa von Abdullah ibn Zubayr. Okay. Deswegen nannte man, er hatte auch die Kunya seines Opas. Also Zubayr ibn Awam ist einer der 10 Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denen das Paradies versprochen wurde. Al-Ashara al-Mubasharun. Er ist einer von denen. Der Vater, nicht der Sohn. Zubayr ibn al-Awwam. Seine Oma ist Safiya. Safiya bint Abd al-Muttalib. Das heißt, die Tante des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Zubayr ist also der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Zubayr bin Awam ist der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen, wir sehen zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bei deinem Herrn, sie haben keinen Iman, bis sie dich zum Schlichter oder Richter in alledem machen, worin sie strittig sind. Und dann keine Bedenken hegen an dein Urteil und sich fügen. Dieser Vers hier uns erzählt, Abdullah ibn Zubair erzählt. Er sagt, ist bei Bukhari überliefert, es gab einen Streit zwischen Zubair und einem Ansari über einen Bewässerungskanal. Und die sind dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt zu Zubayr, bewässere dein Grundstück, ja, in der nötigsten Art und Weise, also nur so viel wie nötig ist, geh nicht darüber hinaus, auch wenn es dir zusteht, weil das Wasser fließt erst durch seinen Boden, also hat er mehr Anrecht erstmal. Und dann fließt das Wasser durch das Grund des Nachbarn. Und dann sagte der Ansari, An kana ibn ammatik, weil es dein Cousin ist. Und auf jeden Fall, das ist eine längere Geschichte. Er sagt dann, und ich glaube, diese Verse, diese hier, Fala rabbik la yu'minun, wurden wegen dieser Sache offenbar. Bei deinem Herrn, sie haben keinen Iman, bis sie dich zum Richter machen über all das, worin sie strittig sind. Aber das reicht noch nicht. Das ist noch nicht ausreichend. Naam. Danach empfinden sie keine Ablehnung gegen das, was du geurteilt hast. Sie akzeptieren es. Nicht? Sie erzeugen keine Widersprüche oder Konflikte und kein Wenn und Aber. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, und die sich dann auch fügen. Also wir haben gesagt, seine Oma ist Safiya, die Tante des Propheten. Und die Tante seines Vaters, die Tante von seinem Vater, also von Zubayr ibn Awam, ist Khadija, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also wir sehen, er ist sehr stark verzwickt und verwandt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er war das erstgeborene Kind der Muhajirun. Nach der Hijra der Leute aus Mekka nach Medina, war er das erste Kind der Muhajirun. Deswegen haben sie sich besonders gefreut über ihn. Das war so ungefähr nach Al-Waqidi 20 Monate nach der Hijra. 20 Monate nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, im Jahr 72 nach Hijra wurde Abdullah ibn Zubayr von Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ermordet. Also er war davor fast ein Jahr lang belagert in Mekka. Belagerung, Al-Hisar. Und am Ende ist er dann umgebracht worden. Hier habe ich noch mal ein kleines Bild, da könnt ihr noch mal sehen, die Verwandtschaft, wie das Ganze. Wartet mal, ich muss einfach so überziehen. Die Khadija war auch verwandt von unserem Propheten? Oder? Er hat seine Frau, waren die verwandt? Ja, aus der Ferne, ja. Also hier seht ihr, wir haben Abdullah ibn Zubayr, dann haben wir hier Asma mit Abi Bakr, hier der Vater, Zubayr ibn Awam, dann haben wir hier oben Safiya, die Tante des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Awam ibn Khuwaylid, und dann haben wir Khadija. Und hier ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal. Und hier ist Aisha, das heißt, Aisha ist die Tante von
خالته عبد الله الزبير. طيب was haben wir hier noch? Ja, wir hatten gesagt, im Jahr, als Abdullah ibn Zubayr 14 Jahre alt war, nahm er mit seinem Vater an der Schlacht von Yarmouk teil. Ma'rakatul Yarmouk. Wo ist Yarmouk? Al-Yarmouk ist eigentlich der Name eines Flusses gewesen. Ja. Und dort haben die Muslime gegen 40.000 römische Krieger gekämpft. Sie waren ungefähr in der Hälfte der Anzahl in der Führung von Khalid ibn Walid und sind dort siegreich rausgegangen. Das war im Jahr 14, ja, genau. 3 Jahre später, also im Jahr 17 nach der Hijra, gehen beide Vater und Sohn wieder raus und erobern Ägypten, wie wir vorhin gesagt haben. Die Eroberung von Ägypten begann im Jahr 17 nach der Hijra und hat ein paar Jahre gedauert, bis es komplett übernommen wurde. Nein, das war unter der Anführung von Amr ibn al-As. Ja. Okay. Ja, gut, wir begnügen uns heute hier. Es sind noch ein paar Sachen, die wir vielleicht das nächste Mal abschließend zu diesem Kapitel sagen. Und dann beginnen wir mit dem nächsten Kapitel. Was ist das nächste Kapitel? Das nächste Kapitel sehen wir hier. Kennt ihr die Maktabat Shamila? Hier. Nee, Afwan Bab. Nein, das ist hier nicht richtig. Da fehlt ein Kapitel hier. Jedenfalls, das nächste Kapitel heißt Babu Tahrim al-Dhul wal-Amru bi Radd al-Mazalim. Das Kapitel über das Verbot des Ungerechts und die Mazalim, also die Rechte, die man jemanden zu Unrecht entnommen hat, die ihnen wieder zurückzugeben. Wir genügen uns hiermit. Hada wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum.